Hey Leute, heute für euch 9 geniale Pfadfinder-Lifehacks. Los geht's! Nummer 9. Aus einer Konservendose mit in Öl eingelegtem Fisch könnt ihr ganz einfach eine Lampe bauen. Stecht dazu ein Loch mittig in die Dose. Wickelt nun einen Zahnstocher in ein Stück Serviette ein und steckt ihn anschließend in das Loch in der Dose. Jetzt nur noch anzünden und ihr habt eine Flamme, die stundenlang brennen wird. Weiter geht's mit der 8. Geht raus in den Wald und spitzt 4 Stöcke mit einem Messer an. Stellt nun eine Schüssel in die Mitte und legt eine Folie über die 4 Stöcke. Wenn ihr jetzt mittig ein Loch in die Folie stecht, wird beim nächsten Regen das Wasser aufgefangen und in der Schüssel gesammelt. Und die Nummer 7. Um dreckiges Wasser zu filtern, nehmt ein Wattepad oder ein Stück Stoff und hängt es so in die Tasse mit dreckigem Wasser. Stellt die Tasse nun auf zum Beispiel ein Buch, stellt eine weitere Tasse daneben und hängt das Tuch in die saubere, leere Tasse. Das dreckige Wasser wird nun ganz langsam aufgesogen und tropft sauber in die frische Tasse. Und die 6. Um ein Streichholz wasserfest zu machen, halte es in das flüssige Wachs eines, ganz wichtig, nicht mehr brennenden Teelichts. Das Wachs schützt das Streichholz vor Wasser und beim nächsten Campingausflug sind eure Streichhölzer einsatzbereit. Nummer 5. Um das Eigelb ganz einfach vom Eiklar zu trennen, nehmt einfach eine Flasche, drückt sie zusammen und zieht das Eigelb in die Flasche hinein. Simpel, aber verdammt effektiv. Weiter mit der 4. Wenn ihr nicht wisst, wo Norden ist und keinen Kompass dabei habt, dann füllt einfach etwas Wasser in eine Schüssel und legt ein trockenes Blatt auf die Wasseroberfläche. Reibt nun eine Nadel an eurem Pullover und legt sie auf das Blatt. Diese wird sich nun mit der Spitze Richtung Norden ausrichten. Ziemlich cool, oder? Kommen wir zu Nummer 3. Um Feuer mit einer Zitrone zu machen, reibt diese zuerst zwischen euren Händen hin und her. Steckt jetzt solche Kupferclips mit jeweils 1 Zentimeter Abstand voneinander entfernt in die Zitrone. Anschließend wiederholt ihr das Ganze mit Zinknägeln. Achtet dabei darauf, dass zwischen den beiden Reihen 2 bis 3 Zentimeter liegen. Verbindet nun mit einem Draht den ersten Kupferstift mit dem zweiten Zinkstift und wiederholt das Ganze. Wenn ihr jetzt an den beiden freistehenden Stiften ein Kabel befestigt, habt ihr eine Batterie. Legt jetzt etwas Toilettenpapier auf Stahlwolle und haltet die beiden Kabelenden in die Stahlwolle hinein. Et voilà, die Stahlwolle beginnt zu glühen und entzündet das Toilettenpapier. Nummer 2. Jetzt zeigen wir euch, wie ihr aus einem Seil eine Rettungsschlinge machen könnt. Let's go! Die Schlinge lässt sich nun beliebig in der Größe verändern, geht aber bei starkem Zug weder auf, noch zieht sie sich zusammen. Und damit wären wir bei der Nummer 1. Jetzt schreiben wir geheime Botschaften. Für eine Verschlüsselung braucht man immer einen Schlüssel. Um diesen zu erstellen, schreibt das Alphabet auf ein Blatt Papier und schreibt anschließend das Ganze um 4 bis 5 Buchstaben versetzt noch einmal darunter. Theoretisch könnt ihr aber auch Zahlen, Symbole und Smileys verwenden. Mit dieser simplen Verschlüsselungsmethode lassen sich nun geheime Botschaften schreiben, die logischerweise nur die Person entschlüsseln kann, die auch den Schlüssel dafür hat. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns auf jeden Fall eine positive Bewertung da, teilt das Video mit euren Freunden und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch hier jetzt noch dieses Video oder dieses Video anschauen. Dazu einfach hier klicken. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Bleibt gesund. Peace out.